Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Transport Fever 2. Ja, in den letzten Folgen haben wir hier einiges gemacht, einiges bearbeitet. Wir haben hier einen schönen Flughafen, der nun Personen von A nach B transportiert. Wir haben genauso hier angefangen, die Autobahn zu erweitern. Wir haben hier drüben eine große Ölproduktion, wo hier der Zug gerade auf dem Weg zurück oder hin ist. Wo bist du? Ah, du fährst wieder zurück, okay. Er hat zwar nicht tonnenweise Öl dabei, aber er hat immerhin etwas dabei, was natürlich genial ist. Er macht gut Plus. Das ist natürlich ein großer Vorteil schon. Hier ist auch der andere Zug, der wahrscheinlich gerade tonnenweise an Öl abgeliefert hat. Kann ich mir so vorstellen, 400 Konsum und im Lager hat er 138. Es ist also nicht perfekt, aber es ist immerhin etwas. Wir schauen mal, wie es hier ausschaut. Der kann Versand von 600 machen. Ich würde sagen, wir schicken hier mal ein, zwei Autochen noch hin. So. Habe ich denn hier... Nee, ich habe wahrscheinlich die von hier unten geschickt, ne? Dann schicken wir hier mal schnell ein paar LKWs noch hin. Ah, wir haben ja schon die neuen. Wir haben die großen hier, ne? Ich würde hier original 5 Stück ansetzen. Und diese da oben auf diese braune Linie holen. Rohöl... Österbrück. Ja, ich will die da bitte auf die Rohöl Österbrück schicken. Gut, perfekt. Dann sollte das ja jetzt losgehen, oder? Ja, hier fahren die Träger. Hier fliegen Flugzeuge in Dauerauftrag. Die ersten Personenjets sind natürlich auch hier unterwegs. Voll beladen mit Menschen. 60 Leute sitzen hier noch. Eigentlich müsste hier auch wieder ein Jet unterwegs sein, kann das sein? Irgendwo? Ja, schaut nicht so aus. Aber Personen sind tonnenweise hier noch unterwegs. Der Bus ist hier auch immer gut befüllt. Ich glaube, die Maschine hebt jetzt ab. Jo, die hebt ab. Da kommt schon das nächste Flugzeug, eine Transportmaschine. Mit Ressourcen, auch nicht schlecht. Wie viel haben denn die Bahnhöfe jetzt geladen? Die sind aber noch nicht beim 100% Spawn-Prot. Also, wie es hier ausschaut, transportieren die gar nicht so viel, wie sie könnten. Bedeutet, wir könnten die Ressourcenmaschinerie erhöhen angeblich. Aber er tut ja nicht genug transportieren. Hier ist ein Transporter wieder fliegend. Hier kommt der nächste Flieger zum Landen. Also sind ja echt tonnenweise an Sachen noch gelagert dauernd. Aber irgendwie... Wo sind denn die Fahrzeuge unterwegs? Die sind hier unterwegs aktuell. Die haben dann natürlich noch keine Autobahnanbindung oder irgendwas. Bedeutet, schneller Transport hier zwischen ist auch nicht unbedingt möglich. Ist nicht das Beste, aber hey. Hier sagen es, der Versand wäre nicht optimal. Natürlich auch schon wieder eine Frechheit. Aber, lass uns... Oh, was passiert jetzt? Neue Züge, neue Züge, neue Züge. Ein 40-Tonner LKW. What? Lufthansa Airport Express. Das könnten wir doch einfach mal hier anwenden, oder? Grüne Linie. Öl Bottrop. Ihr werdet alle geupgradet. Ersetzt durch die neue. Jetzt. Kommen wir auf einen anderen Zweig hier. Oh lala. Jetzt müsste sich doch rein theoretisch hier auch der Versand erhöhen, oder? Dann können wir jetzt massenweise mehr liefern. Also stelle ich mir auf jeden Fall so vor. Dann können wir aber auch rein theoretisch die von... Wie heißt das? Öl Osterbrück... Das wird ein Haufen Fahrzeuge. Aber wir testen es jetzt gleich mal. So, zack.
Da kommen ja noch massenweise LKWs dazu. Aber natürlich der Unterschied am Transport wird massiv. Warum transportieren die so wenig? Da wurde 1000 geladen. Das ist nicht gut, Leute. Konfigurieren. Ich verstehe nicht ganz, warum jetzt da zum Beispiel so wenig geladen wird. Die Fabrik hat sich noch nicht geupgradet. Die Produktion ist am Limit. Der Versand ist aber angeblich nicht so toll. Aber wie schnell soll ich denn versenden, bitte? 100% versendet, 100. Ah, die kriegt ja gar nicht so viel, dass sie da ausgelastet werden sollen. Die Treibstoffraffinerie. Abnehmer 95%. Transport. Dann baut das Ding mal aus. Was liefern wir denn so massenweise? Da kommt der nächste Flieger, wieder mal ein Personenflieger. Bus ist auch schon auf dem Weg. Das ist natürlich gut, wenn es so getimed ist, fast schon. Aber zurück zum Thema eigentlich, wo ich hin wollte. Ich wollte hier die Autobahn erweitern mal wieder, damit wir einfach mal ein bisschen was anderes reinbringen, wie sonst normalerweise. Ich würde gerne die Höhe halten. So. Aus. Pfui. Böse. Böse Autobahn. Also ich weiß nicht, ob ihr es im Hintergrund hört, aber die Sirenen gehen aktuell bei uns ab wie sonst noch was. Also echt, die gehen ab wie ein Zäpfchen bei uns gerade. Einfach brutal aus. So, jetzt erfasst mir das. Weil jetzt einfach Sirenen-Testtag ist. Und die müssen natürlich übertreiben wieder. Komm, 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 komm. Was hat der vor? Nein. Nach hier hinten erweitern, bitte. Alter, ich hasse es, dieses... Nach hinten. Dankeschön. So wieder anpassen, so gut wie es geht. So. Schaut irgendwie aus, als ob es enger werden würde wieder. Deswegen muss man einmal durchchecken, wie das ausschaut über die Zeit. Aber schaut sehr, sehr gleichmäßig aus. So, und jetzt müssen wir gucken, welche Seite wir ändern müssen. Mit einem schönen Zauberspruch. Und zwar die Seite hier muss geändert werden. Komm, 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 komm. Hier einfach drüber. Dann ist die Autobahn bis zum Ende abgeändert. Yay! Woo!
Eine ewig lange Autobahn wieder. Jetzt müssen wir natürlich wieder schauen, wie wir hier die Abfahrt machen. Weil die Fahrtrichtung ist ja, wenn ich mich jetzt nicht irre, ich müsste eigentlich hier wieder so drauf, ne? Das passt mir nicht so, Leute. Lasst mich noch mal das abändern. Das ist echt dumm. Es ist hier komplett wurscht, aber es ist halt... Ich weiß, dass von hier die meisten auffahren werden, wenn dann. Deswegen muss von hier aus... Die Brücke wird auch gegengleich dementsprechend moderner ausgetauscht. Das ist ja eher das Problem. Ne, oh, das waren viele. Nochmal Straße. Ich denke immer, der wählt die automatisch, aber das tut er nicht unbedingt. So. Und ich würde die jetzt einfach nach unten setzen. Das natürlich kurz organisatorisch machen. Perfekt. So. Und jetzt lassen wir mal die Zeit kurz hochspinnen. Und schauen, was passiert. Was natürlich hier geändert wird, ist, dass wir... Also am besten wäre es natürlich, wenn wir irgendwie das so anschließen können. Ich hätte gerne halt, dass wir von hier aus beides ablaufen haben. So. Das schaut einfach ein bisschen besser aus. Vor allem können wir dann die mittlere Straße, die wir hier haben... von einer vierspurigen auf eine zweispurige umwandeln. Bis nach da vorne, so. Dadurch gibt es dedizierte oder destinierte blablabla Werkzeuge hier erstmal. Ampeln ausschalten, braucht keiner. Neuer Lufthansa Express und neue... Oh, ICE! Es gibt den ICE! Das ist natürlich jetzt geil. Für die Hauptstrecke, glaube ich, eine ganz gute Sache. So, oder die Autobahn ist jetzt bis hierhin auch belebt. Und die ersten Gegenverkehrler kommen auch jetzt. Das schaut doch echt gut aus. Kommen die ersten Autos wieder? Was sind noch die Last von diesen kleinen, unguten Straßen, die hier existieren zwischendurch immer wieder. Man kann natürlich bestimmte Straßen auch einfach entfernen. Aber nach München steht schon mal die Straße, das ist schon mal genial.
Und ich würde sagen, das war es auch für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst uns einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr nicht habt. Und in der nächsten Folge tauschen wir mal diese Freunde aus, würde ich sagen. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.